Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Hörtrader TV. Ausgabe Nummer 5 sogar schon. Das heißt ein Mini-Jubiläum. Ich freue mich. Das kann doch niemand mit ansehen, ganz offen und ehrlich. Hallo und herzlich willkommen. Und heute geht's um die Vergangenheit und die Zukunft und in den Cyberspace. Die Details jetzt und hier, wie immer und wie gewohnt, nach der Werbung. Ja, dieser kleine Trip down Memory Lane, ihr mögt ihn mir verzeihen, weil der ist ganz, ganz furchtbar. Ich gebe es ganz offen zu. So habe ich vor ein bisschen mehr als 10 Jahren ausgesehen. Doch, ja, roundabout, ne? Ich habe die ersten Folgen Hörtrader TV wirklich 2011 aufgenommen und ja, damals habe ich noch jedes Mal ein neues Hemd angezogen, weil ich dachte, das wäre so ein toller Bringer. Spoilerwarnung, war es nicht. Aber ich habe ja immer wieder Klassiker hier an der Stelle gebracht und manchmal stelle ich fest, dass die Klassiker zu alt sind, weil ich, wie gesagt, in 10 Jahren mich ein bisschen entwickle, das Format ein bisschen entwickle und deswegen geht es heute um Neuromancer. Dieses Hörspiel habe ich damals in der 5. Folge Hörtrader TV besprochen. Eine Produktion des WDR bzw. Radio Bremen. 3 CDs, 212 Minuten und wirklich Cyberpunk vom Allerfeinsten. Es gibt zwar zwischenzeitlich von Neuromancer eine Lesung von, lässt mich gerne, korrigiert mich gerne, David Nathan. Und die sei jetzt nicht komplett zerrissen. Gott bewahre, David Nathan ist großartig. Aber das da ist ein waschechtes Hörspiel und das klingt auch nach Cyberpunk. Cyberpunk, dazu ein bisschen Historie. Es gibt dieses Buch und das erschien, da muss ich immer einmal spicken, 1984 ist von William Ford Gibson und der hat unter anderem eben den Begriff Cyberspace mitgeprägt und war einer der ersten, die so ein bisschen Cyberpunk-Literatur veröffentlicht haben. Das heißt, das Buch Neuromancer ist ein Kult. Davor gab es eine Kurzgeschichte, Johnny Mnemonic zum Beispiel, oder gab es Kurzgeschichten, Johnny Mnemonic ist eine zum Beispiel, die auch übrigens verfilmt worden ist mit Keanu Reeves. Das war quasi Matrix 0. Eben Johnny Mnemonic war dann auch der Titel des Films. Die Story war ein bisschen dünn, aber man hat da schon mal ein bisschen Potenzial durchblitzen sehen. Und es ist immer so ein bisschen eine ganze Menge Sozialkritik auch mit drin. Die Städte, die werden immer größer. Information ist die neue Währung. Und dementsprechend ist gerade das Hörspiel Neuromancer auch audiotechnisch wahnsinnig gut gemacht. Und was mir damals auch besonders gut gefallen hat, ah, ich kann heute nicht richtig sprechen, seht es mir bitte nach, ich bin noch etwas gezahnhemmt. Hierbei wurde ein Popsong verwendet und zwar von Jane Comerford. Save Me. Und den gab es auf der Webseite von James Comerford eine ganze Zeit lang zum offiziellen Download. Ich glaube, CD hat es den nie gegeben. Oder gab es den nur auf CD? Stimmt, es gab, glaube ich, eine kleine. Ich weiß es nicht mehr 100, ich krieg's selber gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall habe ich damals immer versucht, diesen Song zu finden und ich habe ihn dann nicht mehr gefunden. Und bis zum heutigen Tage ist der noch auf meiner Suchliste. Also sachdienliche Hinweise werden gerne, nimmt gerne die hiesige Hörtrader TV-Stelle an. Das Hörspiel selber ist wie gesagt großartig gemacht. Ich schwitsch mal wieder um. Und also nicht, beziehungsweise das kann ich vielleicht hier nochmal zeigen. Oh,
Also man kann wirklich sehen, drei CDs sind es geworden. Die sind auch ordentlich gefüllt. Das ist hier so ein Digipack-Verpackung gewesen. Die war damals sehr en vogue, sieht teilweise heute immer noch. Und ein sehr stimmungsvolles Design. Hat damals eben der DAV rausgebracht, also nicht der Hörverlag, der viele Sachen gemacht hat, sondern das war noch eine DAV-Geschichte. Und 2003 wurde das Ganze produziert. Ich habe darüber seinerzeit bei SF Radio einen Beitrag gemacht. Ich habe das Behördchen TV relativ früh, wie gesagt, die fünfte Ausgabe erst. Und in der Zeit habe ich wirklich täglich Ausgaben gemacht. Das heißt wirklich 2011 und dementsprechend so fast 10 Jahre später nochmal der Tipp. An das Hörspiel wird heute relativ schwer ranzukommen sein. Die CD dürfte vergriffen sein. Ich weiß nicht, ob man Glück hat und das läuft ab und zu noch im Radio. Auch da sagt die nicht Hinweise auch gerne, weil manchmal entdecke ich's. Aber wenn der ein oder andere mal Geheimtipps hat bezüglich eben Radioausstrahlung oder ob es bestimmte Flohmärkte gibt, wo man noch die CD offiziell herbekommen hat, immer auch gerne in den Kommentaren teilen. Das ist eine super Geschichte und da kann man sich ein bisschen gegenseitig helfen. Ich fand es großartig. Neuromancer ist der erste Teil einer Trilogie, der sogenannten Sprawl-Trilogie. Ich muss mal gucken, ob ich hier die einzelnen Teile noch zusammenkriege. Genau. Bestehend aus Neuromancer, Count Zero und Burning Chrome müsste das gewesen sein. Ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen. Sonst wird hoffentlich mich jemand korrigieren, weil ich von nichts eine Ahnung habe. War aber eine Trilogie und Neuromancer geht es eben um eine Cyber-Heist. Sehr, sehr cool geschrieben, hat mich damals richtig abgeholt. Ich erinnere mich, also schon die erste Zeile, die bleibt im Gedächtnis. Im Original war es, the sky above the port has jetzt habe ich mich erwischt. The sky above the port was the color of a television tuned to a dead channel. Der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal gestellt war. Und das führt relativ gut in die Geschichte ein. Es geht um Case. Und Case hat ein Problem. Case hat seinen Arbeitgeber, seinen vorherigen, versucht übers Ohr zu hauen. Er hat ihm was vorenthalten und das hat der ihm sehr übel genommen. Und was eben für Leute wie Case ist Cyberjockey, eben wichtig ist, ist eben ein funktionierendes Nervensystem, damit er sich mit dem Computer verbinden kann. Diese Fähigkeit wurde ihm geraubt. Und seitdem ist er eben in der großen Stadt gestrandet und versucht sich eben mit sonstigen Jobs das Geld zusammenzukriegen, um sich die OP auf dem Schwarzmarkt zu leisten. Und hier bekommt er eben die Möglichkeit, soll an einer Cyberheist mitwirken und dafür kriegt er eben ein neues Nervensystem spendiert. Das Ganze hat künstliche Intelligenzen, hat Cyber Security, hat alles, was man sich wünschen kann und hat eine tolle Besetzung. Hier, um kurz mal zu zitieren, ich kann hier nochmal das Buch legen, während ich hier spicke. Aber Matthias Schervenikas, aber da gibt es auch bekanntere Namen. Da habe ich zum Beispiel den, Boris Aljenovic, der ist dabei. Und auch sonst so ein paar bekanntere Namen. Ich habe hier noch Alexander Rastzun draufstehen, Sven Lehmann und viele andere, ist wirklich richtig. Aber im Einzelnen habe ich die müssten noch auch hier irgendwo drin stehen. Also wirklich, die kleckern nicht, sondern die klecksen, aber großartig. Wie gesagt, auch das Sounddesign ist extrem cyberpunkig und hat mich direkt weggeblasen. Ich habe das auch hier mir direkt hier auf dem Rechner gezogen, damit ich mir ein Kompletthörspiel aus allen drei CDs machen konnte. Sehr, sehr tolle Geschichte. Und ansonsten die Empfehlung,
sowieso immer regelmäßig mal bei den MP3-Portalen der einschlägigen Radiosender hier vorbeigucken, weil was der öffentlich-rechtliche Rundfunk über die Jahre veröffentlicht hat, das ist wirklich großartig. Und da kann man teilweise auch noch an sehr, sehr coole Sachen relativ günstig rankommen. Blade Runner ist aktuell noch mein Tipp gewesen. Das gab es jetzt erst die Tage beim BR. Auch eine großartige Geschichte mit von Philip K. Dick. Aber hier und heute möchte ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr hier das Hörspiel nicht kriegt, wie gesagt, es gibt eine gute Lesung von David Nathan. Der könnte für mich das Telefonbuch vorlesen. Ich mag ihn vor allem auf Stephen King. Und ansonsten lest das Buch. Das ist sehr, sehr gut. Und wenn euch das gefällt, wie gesagt, erster Teil einer Trilogie. Ich glaube allerdings, die heißen anders. Das sind nur die Bücher, die er zu dem Zeitpunkt geschrieben hat und nicht die Reihe, weil da gibt es noch Mona Lisa Overdrive und na gut. Ich liefere das nach bei Gelegenheit. Für die weiteren Bücher gab es leider auch keine Hörspiele, deswegen bin ich da nicht mehr ganz so im Thema, weil auch, dass ich es gelesen habe, ist relativ lange her. Ist aber eine schöne Geschichte. Ich möchte es euch sehr empfehlen. Und ja, mein Tipp für euch heute, Neuromancer. Sci-Fi, aber mal Cyberpunk. Und ich finde sehr, sehr guter Cyberpunk, den man auch mal empfehlen kann. Für mich ist wichtig der Dialog mit euch. Ihr habt es gesehen, ich mache das hier seit ein paar Tagen. Ich hatte noch ein paar mehr Haare vor 10 Jahren, beziehungsweise anders gesagt, die Haare sind gewandert. Ansonsten würde ich mich wieder freuen, wenn ihr denn vielleicht mal auch eure aktuellen Hörempfehlungen in den Kommentaren teilt. Da kann man ein bisschen drüber sprechen. Oder ihr habt auf einer Tausch... so einem Flohmarkt ein Schnäppchen gemacht, zum Beispiel für Neuromancer die CD. Es mag sicherlich auch ein oder eine eBay-Location geben, wo man die vielleicht noch herbekommt. Das ist auch immer ein ganz guter Tipp zum Gucken. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr starkes Hörspiel. Ich hätte gerne was eingespielt. Ich traue mich immer nicht mit den Urheberrechten, aber für mich eine ganz, ganz große, starke Geschichte. In dem Sinne möchte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken. Wir hören uns auf jeden Fall wieder nächsten Montag mit dem nächsten Hörtipp. Lasst euch überraschen, was es da gibt. Und vielleicht habt ihr ein paar coole Empfehlungen für mich. Dann nehme ich die hier gerne auch mit auf, nachdem ich sie dann selbst nochmal nachgehört habe. Auch, was mich sehr interessieren würde, ist, gibt es denn ein bestimmtes Genre, das ihr hier gerne häufiger vertreten haben mögt oder... gibt es so eine Art Hörspiel. Also ich kann auch regelmäßiger zum Beispiel Radio-Tipp-Empfehlungen machen, mich da ein bisschen mit reinarbeiten. Also lasst mich das gerne wissen, wie ich dieses Format ein bisschen servicemäßiger für euch gestalten kann. Ansonsten, wie gesagt, seht es mir nach. Ich bin heute noch etwas gestimmendekappt und muss deswegen Schluss machen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Keep on listening. In dem Sinne, sayonara, euer Falk. End of line. Ha! Falsches Auto gespielt. Ha! Ich wollte doch eigentlich, das ist so, habt ihr mal einen Outtake? Den gibt es jetzt gratis. Ich habe doch ein neues Auto gemacht.